Ich habe PA nicht deinstalliert. Ich kriege gerade einen Whisper, ob ich PA deinstalliert habe. Oh ja, ich hatte es deinstalliert, aber ich habe es jetzt wieder drauf. Iriador ist echt super mit der Frage. Jetzt war ich auch ganz kurz verunsichert. Hö, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich hätte auch schon eine ganz andere Grundstimmung, wenn jetzt am Donnerstag Total War kommen würde. Da habe ich auch schon wieder voll Panik. Was soll ich denn anziehen? Toll. Ja, geh brav wieder in deine Zelle zurück. Wir werden definitiv nicht Spore spielen zur Überbrückung von Warhammer 40k. Ich weiß gar nicht, warum die Leute wieder damit kommen. Ihr wollt doch dann nur, dass ich meine eigene Schöpfung wieder töte. Warum sind die Spore-Server ja leider aus? Also kann ich nicht mal von irgendwelchen Leuten die Kreaturen laden. Stunts. Die meckern bei dir, dass sie keine Dusche haben, weil du keinen Kaltwasseranschluss gemacht hast. Um mal eben den Tipp zu geben, du musst Warm- und Kaltwasser anbinden an Duschen. Oder duschst du bei dir zu Hause nur auf 100 Grad? Spore ist echt ein tolles Spiel. Ich würde es sogar feiern, wenn Spore 2 kommen würde irgendwann. Aber irgendwie hatte ja, es kam ja von, lass mich nicht lügen, Sid Meier's hat es, glaube ich, gemacht gehabt, ne? Und die haben es ja eigentlich ein bisschen verkackt und ich glaube, die werden nie wieder Geld kriegen dafür. Für sowas in die Richtung. Dann haben die ja noch im Nachgang versucht, daraus ein kinderfreundliches Action-RPG zu machen. Das ist ja auch irgendwie gegen die Wand gefahren. Nein, habe ich noch nicht ausprobiert. Gerade wurde gesagt, die Idee mit dem Pinguin, die gestern mir mal genannt wurde unter meinem Video, unter meinem Vlog, ob ich das schon durchgeführt habe, aber habe ich noch nicht. Spore war auch toll, aber Spore war bis zur, also in der Galaxiephase, habe ich nur gedacht, also die letzte Phase und irgendwie war auch keine Phase wirklich anspruchsvoll. Das ist halt so vor sich hingeplätschert. Ich habe es früher, als es rauskam, wirklich am Stück einfach mal gespielt und danach war, ja, war es irgendwie Banane, wo es zum Ende hinging. Ja, ein zweiter Teil für Outlast soll kommen. Ich
weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind. Spore gibt's, glaube ich, sogar noch auf Steam. Aber würde ich nur im Sale kaufen. Da sollte man heute nicht mehr viel Geld für ausgeben. So, jetzt machen wir hier die psychologischen. Räume für die Alkoholiker. Ach scheiße, ich hab die alle immer noch in der Abriegelung. Ja, tut mir leid um eure Bedürfnisse. Eine Gefängnisdurchsuchung bestimmt jetzt nicht heute Nacht, oder? Ach komm, wir ziehen noch eine Razzia eben schnell durch. Ist ja schon 5 Uhr morgens, aber ein bisschen durchsuchen wir noch. So, die 4 Verhaltenstherapien reichen. Drogenabhängige reicht auch erstmal. Spirituelle Führung, da müssen wir nochmal irgendwann hin. Tischlerlehre und das ist die Gruppentherapie für die Alkoholiker. Da wird auch erstmal ein Termin reichen. Im zweiten Raum haben wir einfach schon mal zur Sicherheit. Grundbildung lohnt es jetzt auch den zweiten zu machen. Ja, für euch habe ich nämlich gar keine Zeit, euch irgendwie einzuweisen. Da gibt es noch viel zu viele Interessierte. Geil, hatte einfach mal 3 Smartphones. Bum, 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 bum. 33.000. Gleich machen wir noch eine Kameraoffensive. Obwohl, nee, das tippe ich mir auf fürs nächste Mal. Bleibt ruhig hier stehen, alle. Ihr müsst ja nicht hier irgendwen rein oder rauslassen. Reicht erstmal. So, 252 Gefangene. Warum arbeitet hier keiner?
fehlen mir noch ein paar. Boah, 15.000 für vorzeitige Entlassung. Jetzt läuft's. Jetzt läuft langsam. Jetzt werden die auch gut reformiert, weil die arbeiten gehen. ...10.000 Subventionen. Das weiß ich gar nicht mehr für was. Wahrscheinlich für das Produzieren von 30 Nummernschildern. Wert des Gefängnisses 1,3 Millionen. Ja, 1,03 Millionen, aber das nenne ich schon ordentlich. Ist damit das Wertvollste, was ich jemals gebaut habe. Ja, doch. Wann kommt wieder ein Bloody Friday? So eine Runde KF2 wäre mal wieder schön. Hast du den gefundenen Tunnel geschlossen? Ja, habe ich. Hey yo, good work zum Erreichen deiner Ziele, zum Geschenk als gutes Oben ein 6-monatiges Abo. Ja, bin ich bekloppt. Elnau übrigens, danke. Fürs Abonnieren habe ich nämlich gesehen auf meinem E-Mail-Account, dass du heute subscribed hast. Da konnte ich natürlich nicht sofort reagieren, weil das jetzt nicht live im Stream war. Und jetzt sehe ich wenigstens, dass du da bist, also vielen Dank. Hoffen wir auf sehr produktive 6 Monate. Ist relativ. Ein Abo wird halt ein Teil noch für den Streaming-Dienst abgezogen, geht aber relativ, also wenn man von Sharings ausgeht, die man sonst so kriegt, ist das bei Hitbox eigentlich sehr gut, das Sharing. Eine Spende wird halt ganz normal versteuert bei mir. Also umsatzsteuerpflichtig bin ich ja darauf. Weil das ist ja in dem Sinne keine Spende für einen eingetragenen Verein, dann wäre das wieder was anderes, da sind Spenden nämlich steuerlich absetzbar. Für euch, da müsst ihr euch jedem Spendenbescheid geben. Deshalb kann ich das nicht als Spende zählen, weil ich bin ja auch kein hilfsbedürftiger Mensch. Das kann ich ja gar nicht nachweisen. Ja, ich spiele irgendwann auch wieder mal PA. Jambelaya von Darkwing Duck. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles geschafft, was ich mir heute bei Prison Architect vorgenommen habe. Dann können wir nämlich Banner Saga weiterführen. Ich muss nur eine Sache noch kontrollieren. Wie sieht das aus hier mit dem heißen Wasser? Das sieht gut aus. Und sonst? Bedürfnis, ein paar haben nicht geschlafen, das ist aber immer normal. Familie ist ein bisschen rot. Kann daran liegen, dass ein paar Leute eingesperrt sind und dass zu wenig Telefone da sind. Alkohol, Spiritualität, Drogen, Hygiene nimmt ein bisschen ab. So, das bleibt hier so bei der Wache. Da brauchen wir keinen, der da unten bleibt auch stehen für Tor auf und zu. Da lassen wir noch einen Hund. Hier vorne auch. Weil hoffentlich buddeln die sich nicht wieder in die Richtung aus.
schon wieder 15.000 für vorzeitige Entlassung, ey. Sind die Leute alle hier echt so gut? Bewertung. Ja, 34%, der wird nicht freigelassen. 2%. Sicherheit 5. Reformierung 10. Hat 5 einfache Programme absolviert. 7% der Zeit gelernt. 3 Sanktionen. 74% Freizeit. 5 Jahre abgesessen. 0%. Ach, für gute Ernährung würden die auch nochmal einen Bonus kriegen. Ich glaube, Christentum ist ein bisschen mehr bei uns im Gefängnis als Muslim. Muslim. Muslimischer Glaube. Naja, egal. Ich habe ja gerade gesagt, wir machen jetzt Schluss. Nee, ich will doch nicht. Doch, ich will. In dem Sinne erstmal chill nach YouTube.